Dank, dass du nach diesen stressigen Wochen dir die Zeit genommen hast und hierher kommst. Und du hast ja schon erzählt. Ja, gehen wir gleich in Medias Res, ja? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung hier, liebe Laura. Ich bin also, da war ich noch in Venezuela, als du mich eingeladen hast, habe ich gedacht, naja, das passt ganz gut. Also morgen beginnt die Sitzungswoche, da bin ich heute schon aus Aachen gekommen. Ja, ich will mich ganz kurz nochmal vorstellen. Ich bin André Junko, bin europapolitischer Sprecher in der Bundestagsfraktion, aber auch mit so einem Bein in der Außenpolitik, in der internationalen Politik, bin da auch stellvertretendes Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, wo zum Beispiel jetzt am Mittwoch auch Venezuela um 9 Uhr direkt als erster Tagesordnungspunkt wieder draufsteht. Und ich habe eigentlich selbst in der meiner eigenen politischen Arbeit mich nie so intensiv mit Venezuela beschäftigt. Ich war auch, bin auch kein Experte, behaupte das auch heute nicht. Aber als am 23. Januar Juan Guaido sich als Präsident ausgerufen hat. Der war ja da rotierender Interimspräsident innerhalb des venezolanischen Parlamentes. Es ist ja nicht so, dass sozusagen die Mehrheit dieses Parlamentes politisch hinter ihm steht, sondern die verschiedenen Oppositionsparteien haben ja ein Rotationsverfahren gewählt. Und jetzt im Jahre 2019 war halt Guaido dran. Von seiner Voluntad Popular, die 8% nur hatte, die den extremsten Teil der Opposition auch darstellt. Also als der sich am 23. Januar zum Präsidenten des Landes, nicht zum Parlamentspräsidenten, sondern zum Präsidenten ausgerufen hat und wenige Minuten später von Trump und den USA und befreundeten Staaten anerkannt wurde und dann von Maas und Macron und Sanchez in Spanien ein Ultimatum gestellt wurde, binnen 5 Tagen neue Präsidentschaftswahlen anzusetzen, die ja letztes Jahr im Mai waren. Da habe ich halt gedacht, das ist jetzt, wird ein ganz, ganz wichtige Auseinandersetzung und habe mich sozusagen seitdem intensiver mit der Situation in Venezuela beschäftigt. Ich hatte zunächst eine Studie dann beim Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages in Auftrag gegeben. Man kann ja als Abgeordneter sozusagen so Studien anfertigen lassen. Das kann jeder einzelne Abgeordnete machen, da muss man gar nicht groß die Fraktion fragen. Und das ist schon, will ich mal sagen, eine sehr gute Einrichtung, die es gibt im Bundestag. Da sitzen Wissenschaftler, die sozusagen zu einer Fragestellung dann intensiv den Forschungsstand zu dieser Fragestellung darstellen, bearbeiten. Und ich habe halt die Frage gestellt, ist das eigentlich überhaupt völkerrechtskonform, diese Anerkennung, auch von Seiten der Bundesregierung. Und meine Kollegin Heike Hensel hat noch eine zweite Studie in Auftrag gegeben, gab es sowas eigentlich schon mal in der deutschen Außenpolitik? Und die Antworten auf beide Studien waren hochinteressant. Das erste war, es ist sehr, sehr, sehr nahegelegt worden in der Antwort, dass die Anerkennung, so wie sie Deutschland praktiziert, völkerrechtswidrig ist, die UN-Charta verletzt. Und in der zweiten Studie, dass ein Bruch der bisherigen Außenpolitik Deutschlands darstellt, die immer so ausgesehen hat, dass man Staaten anerkannt hat und nicht sozusagen Einzelpersonen, die sich selbst deklarieren, dass man sich sozusagen nicht das Urteil angemaßt hat, selbst außenpolitisch, wer sozusagen in dem Staat legitim ist und wer nicht. Ja, man kann ja immer noch unterschiedlicher politischer Meinung sein, was die Akteure sind, enger oder weniger eng zusammenarbeiten, aber dass man sozusagen jemand, der sich selbst zum Präsidenten ausgerufen hat, ist auch ein Novum, ein Bruch bisheriger deutscher Außenpolitik. Das haben ja dann in der Summe 50 Staaten so vollzogen, in etwa 50 Staaten, also die USA und ihre Verbündeten, die meisten NATO-Staaten,
die Hälfte ungefähr der lateinamerikanischen Staaten und die große Mehrheit der EU-Staaten, aber nicht alle. Das ist auch sehr wichtig, das sollte man auch nicht vergessen. Italien, Griechenland, Slowakei und Zypern haben Guaido nicht anerkannt. Und das führt jetzt auch praktisch dazu, dass zum Beispiel die Erklärungen von Mogherini, die ja sozusagen den gesamte EU vertreten muss, sehr, sehr viel zurückhaltender sind, was Venezuela angeht, als das zum Beispiel die Erklärungen von Heiko Maas sind. Ja, das konnte man jetzt sozusagen bei dem jüngsten Putschversuch, 30. April, 1. Mai, nochmal feststellen, wenn man da die beiden Erklärungen nebeneinander legt, sind richtig Welten zwischen dem, was Mogherini erklärt hat, zurückhaltender, nicht neutral, das würde ich nicht sagen, aber zurückhaltender, und was Heiko Maas erklärt hat, der ja noch während des Putschvorganges seine Unterstützung für Guaido erklärt hat. So, das war das eine, und dann habe ich gedacht, dass es wäre gut, auch dahin zu fahren und sich ein eigenes Bild zu machen der Situation. Das ist ja auch alles nicht so ganz einfach. Und ich hatte dann Ende Februar schon einen Antrag gestellt an den Auswärtigen Ausschuss. Ich wollte schon Ende Februar fahren, das waren eigentlich über die Karnevalstage. Ich weiß, in Berlin spielt das nicht so eine Rolle, aber in Aachen ist das ein wichtiges Orientierungszeitraum. Habe den Antrag an den Auswärtigen Ausschuss gestellt, das ist nichts Ungewöhnliches, auch als Stellvertreter, wenn man zu einem Thema, mit einem Thema beschäftigt ist, zu dem Thema auch im Ausschuss präsent ist, und das war ich auch, dann kriegt man normalerweise auch so eine Reise genehmigt. Und bevor ich überhaupt irgendeine Antwort gekriegt habe und kurz nachdem ich überhaupt den Antrag eingereicht habe, kriegte ich einen Anruf der Bild-Zeitung, die sozusagen schon den Artikel eigentlich geschrieben hatten, die wissen wollten, was kostet das und so weiter. Es war von der Fragestellung sehr klar, dass sie einen Skandalartikel schreiben wollten, unter der Überschrift mit Steuergeld zum Diktator. Ich war dann auch gesundheitlich angeschlagen und habe dann diese Reise verschoben, noch Ende Februar, bin dann zum Verlierer des Tages erklärt worden in der Bild-Zeitung. Das ist ja eine Ehre für einen Linken. Und bin aber jetzt vom 16. bis 27. April, dann sozusagen über die Ostertage, dann nach Venezuela gefahren. Freue mich auch, dass Mariana von der venezolanischen Botschaft gerade reingekommen ist. Und habe ein tolles Programm, ein umfangreiches Programm absolviert mit ungefähr 30 Gesprächspartnern in den 11 Tagen, organisiert auf drei Wegen. Einmal über die deutsche Botschaft vor Ort, bei der ich angefragt habe, die Gespräche mit der Opposition und den humanitären Hilfsorganisationen, zum Beispiel Rotes Kreuz oder die Panamerikanische Gesundheitsorganisation. Dann über die venezolanische Botschaft hier in Berlin, Gespräche mit Regierungsvertretern, mit der PSOV, der Regierungspartei und der konstituierenden Versammlung. Und habe das Glück auch noch dazu, dass ein Mitarbeiter von mir mit einer Venezolanerin verheiratet ist und dadurch und auch oft da war, gerade in der Elternzeit, und dadurch sehr, sehr viele Kontakte hatte, sodass ich auch noch einen dritten unabhängigen Kanal hatte, über den ich auch sehr viel spannende Gespräche und Besichtigungen zum Beispiel zu verschiedenen Linken, die jetzt nicht regierungsnah sind, aber gegen die Intervention von außen oder verschiedenen sozialen Bewegungen. Ich kann das alles jetzt nicht darstellen in 20 Minuten, das ist klar. Wenn du ein bisschen länger brauchst und kannst du... Nein, aber ich versuch sozusagen das Wichtigste darzustellen. Ich hatte am ersten Tag direkt das Gespräch mit dem Außenminister Arriaza in der Cancilleria am Plaza Bolívar. Das ist sozusagen das Außenministerium mitten im Zentrum. Und das kam auch deshalb, glaube ich, sehr schnell zustande,
weil der Ariasa im UN-Sicherheitsrat die Studie des wissenschaftlichen Dienstes, die wir hier erstellt haben, ausführlich vorgestellt hat, dem deutschen Vertreter Heusgen dort auch um die Ohren gehauen hat und sozusagen stark damit gearbeitet hat. Und auch bei der Ausweisung des deutschen Botschafters Kriener, ihr wisst, dass der deutsche Botschafter ja zur Persona non grata erklärt wurde, als er am Flughafen bei der Wiedereinreise von Guaido einen extrem engen Schulterschluss und extrem, würde sagen, schon aggressive Äußerungen auch über die, in die Mikros, was die, gegen die venezolanische Regierung, anders, also mehr als andere Botschafter, dass sozusagen bei dieser Ausweisung auch die Studie des wissenschaftlichen Dienstes zitiert wurde und sozusagen da auch eine Rolle gespielt hat. Deswegen kennt auch Ariasa mich darüber sozusagen und dadurch ist der Termin auch sehr schnell zustande gekommen. Ganz kurze Darstellung dieses Gespräches. Es war ein gutes Gespräch. Wir haben vor allen Dingen über die internationale Lage auch gesprochen. Ich habe durchaus auch gesagt, dass ich sehr viel Kritik habe an der Politik der Bundesregierung hier und die Linke sehr viel Kritik hat an dieser Politik, dass wir sie für völkerrechtswidrig halten und hier dafür eintreten, diese Politik zu korrigieren. Dass ich aber dennoch wünschen würde, dass die diplomatischen Beziehungen wieder hergestellt werden zwischen Deutschland und Venezuela. Und dass wir gleichzeitig den Druck sozusagen auf die Ausrichtung gegenwärtig auch im Bundestag weiter aufrechterhalten wollen. Er hat dann unter anderem, das waren viele Sachen, aber eine Sache will ich erwähnen, die ist nämlich nicht ganz unwichtig, gerade in Berlin. Er hat dann den Quäkerstein erwähnt. Ich weiß nicht, wer kennt diesen Quäkerstein? Im Tiergarten. Vielleicht mal aufzeigen, wer das kennt. Mich würde es mal wirklich interessieren. Immerhin, weil ich kannte es nicht. Der große Rosa-Fang? Genau. Ich kannte das nicht. Ich habe das, er hat mir das erzählt. Ich habe mich dann natürlich belesen, habe mich damit darüber informiert. Und ich erzähle ganz kurz diese Geschichte. 1998, bevor Chavez Präsident wurde in Venezuela, ist ein 35 Tonnen schwerer Stein aus dem Weltnaturerbe, UNESCO-Weltnaturerbe im Südosten Venezuelas, da wo die Tepuis stehen, entwendet worden von einem deutschen Künstler, der im Rahmen eines Kunstprojektes Global Stone, das hier im Berliner Tiergarten steht, aus allen Kontinenten vergleichbar große Steine zusammengeführt hat und daraus sozusagen ein Friedensprojekt symbolisieren soll. Und das steht jetzt sozusagen im Tiergarten. Das hat sozusagen der Präsident des Nationalparkes damals auch unterschrieben und sozusagen Deutschland geschenkt. Also aber er war dazu nicht befugt. Das durfte er nicht. Deswegen ist diese Schenkung rechtswidrig. Das sieht auch die UNESCO so. Und seit 1998 oder kurz danach, in den Folgejahren 99, 2000, 2001, seitdem fordert sowohl die ansässige Gemeinde der Piemont, Ureinwohner, die sozusagen das so ein Dorf ist in der Nähe dieses Steins, als auch die venezolanische Regierung die Rückgabe dieses Steins von Deutschland. Und wir waren, das schiebe ich jetzt mal ein, wir waren dann auch, also Ariasa hat bei dem Gespräch vorgeschlagen, ich kann ja auch die Piemonts treffen und die würden dann nach Caracas kommen und dann kann ich mich mit denen austauschen. Da habe ich gesagt, na, ob die jetzt nach Caracas kommen oder ob ich da runterfahre, ist ja ungefähr das Gleiche, ob ich denn nicht runterfahren könnte und dann würde ich mir sozusagen das direkt vor Ort anschauen. Das hat dann am Ende funktioniert. Und wir waren da unten, also wir, Mariana auch dabei und meine Dolmetscherin und haben die dort besucht. Und dieser Stein hat für sie, für die Piemonts, eine enorme mythische Bedeutung. Das sind zwei
Steine dieser Größenordnung, die da nebeneinander stehen, in der Nähe dieses Dorfes. Und bedeutet für sie bedeutet das der Abuelo, Abuela, der Großvater, die Großmutter. Der eine ist halt weg, der Großvater ist traurig und deswegen ist auch die Natur sozusagen aus dem Gleichgewicht geraten und die Ernten sind schlecht. Das ist ungefähr das ist ernst, das Glauben, also ist wirklich, ist nicht irgendwie aufgesetzt oder so, das ist halt sozusagen ihre, wenn man so will, ihre Religion. Und dieser Stein hat halt sozusagen eine besondere Bedeutung. Deswegen kämpfen die seit 20 Jahren, waren oft in Caracas, damit dieser Stein zurückkommt. Und sie waren sogar letztes Jahr hier in Berlin im Tiergarten und waren dann ganz erschüttert, weil sie sozusagen, weil der Stein ja auch bearbeitet ist und dass sie sozusagen als Verletzung eigentlich ansehen. Aber sie wollen den Stein halt zurückhaben. Venezuela fordert das seit 20 Jahren oder seit mindestens 15 Jahren wahrscheinlich. Und die Bundesregierung sagt, wir haben da auch mal eine Anfrage zu gemacht vor 3 Jahren. Kleine Anfrage. Die Bundesregierung sagt, ja, wir wollen den Stein zurückgeben, aber die Kosten soll Venezuela übernehmen für die Rückführung. Das macht auch, das ist Venezuela zu bereit. Aber Venezuela soll auch die Kosten für einen anderen Stein aus Brasilien der gleichen Größenordnung übernehmen und für das Gehalt des Künstlers, der diesen Stein dann bearbeitet. Das ist, ich finde das jedenfalls nicht nachvollziehbar. Das ist sozusagen ein diplomatischer Gegenstand. Deswegen hatte Arreaza das ja auch angesprochen. Und da werden wir auch in den nächsten Tagen und Wochen aktiv sein, um sozusagen diese Schande, ich finde das eine Schande, sich so zu verhalten, um das zurückzuführen. Politisch ist es nachvollziehbar, die Bundesregierung möchte mit der gegenwärtigen venezolanischen Regierung nicht eng kooperieren und möchte sozusagen da auch dann nicht einen diplomatischen Erfolg, wenn man so will, ermöglichen. Aber auf der anderen Seite möchte sie ja auch den Botschafter zurückhaben und vielleicht kann es ja in dieser Debatte tatsächlich dazu kommen, dass der Stein zurückkommt. Das nur am Rande. Das hat Arreaza dargestellt. Das war sozusagen Regierungsseite. Gespräch mit Maduro hatte ich ursprünglich gar nicht vorgesehen, aber nach diesem Treffen mit Arreaza, wo wir am Ende dann rausgegangen sind aus dieser Kanzelleria, aus dem Außenministerium, auf diesen zentralen Plaza Bolivar, da gibt es auch Videos dazu, und wo ich schon beeindruckt war, dass er ohne Sicherheitskräfte dort praktisch ein Bad in der Menge genommen hat und wirklich ganz viele Menschen total positiv auf ihn reagiert haben, dass wir da rauskamen. Das hat mich schon, fand ich schon sehr beeindruckend. Eine Diktatur stelle ich mir da etwas anders vor. Ich hatte dann nach dem Treffen kam die Anfrage von Maduro auch und dann haben wir auch eine Nacht drüber geschlafen und gesagt, okay, machen wir. Und vielleicht das auch kurz dargestellt, das ist immer so, dass man dann sich trifft im Außenministerium, das ist protokollarisch alles irgendwie festgehalten, weil Venezuela natürlich ein Präsidialsystem ist, eine Präsidialdemokratie. Und dann geht man mit dem Außenminister zum Präsidenten. Der Arreaza war mittlerweile in New York bei der UNO. Und deswegen war der stellvertretende Außenminister dabei und dann geht man sozusagen zum Präsidenten und trifft sich mit ihm. Das Gespräch hat sicher eine Stunde, schätze ich mal, gedauert, war aus meiner Sicht sehr gut, insofern, dass es interaktiv war, also er hat nicht irgendeinen Vortrag gehalten oder irgendwelche Vorhaltungen oder irgendwas, sondern man hat da halt diskutiert, gab Argumente, der eine hat zugehört, der andere hat zugehört. Das war aus meiner Sicht ein wirklich sehr gutes Gespräch. Ging natürlich vor allen Dingen um die internationale Lage. Ich habe erklärt, so wie ich es auch auf Facebook dann geschrieben habe, ich überbringe die solidarischen Grüße mit dem venezolanischen Volk gegen Wirtschaftssanktionen und Militärdrohungen. Genau so, also jetzt nicht unbedingt mit der Regierung, aber mit dem Volk gegen diese äußeren Drohungen. Er hat
sehr ausführlich dargestellt, die verschiedenen Vermögenseinfrierungen, zum Beispiel des Goldes bei der Bank of England oder auch größere Milliardensummen bei einer portugiesischen Privatbank, hat das sozusagen im Einzelnen dargestellt und auch die Summen genannt, die ich jetzt nicht aus dem Kopf wiedergeben kann. Aber es waren halt gigantische Summen und er sagt halt, wir werden hier im Grunde genommen beraubt, dieses unseres venezolanischen Geldes, sind ja keine Privatvermögen, sondern es sind ja sozusagen staatliche Vermögen und das führt natürlich zu enormen Schwierigkeiten auch für die venezolanische Wirtschaft oder auch für den Staat, dann bestimmte Maßnahmen, soziale Gesundheitsmaßnahmen oder was auch immer, umsetzen zu können. Er hat, was die internationale Lage angeht, betont die Rolle von Russland, positiv betont die Rolle von Russland, dass er als starken Unterstützer ansieht. Und da gibt es ja jetzt auch eine Initiative, über die, glaube ich, Laura auch gleich nochmal vorstellen will. Aber sozusagen, es gibt auch eine Initiative jetzt in der UNO von Venezuela und anderen Staaten, da sind schon 50, 60 Staaten dabei, die jetzt von Russland massiv auch gefördert wird, um das Völkerrecht zu stärken und um sozusagen eine Militärintervention in Venezuela abzuwenden. Er hat genannt, Maduro hat genannt, China als sozusagen unterstützenden Staat. Er hat genannt Indien, das ist ja hier gar nicht so im Bewusstsein, die auch das Öl abnehmen, nachdem die USA das sozusagen boykottieren. Er hat auch gesagt, dass sie lernen wollen von Ländern, die in solchen Sanktionssituationen schon länger sind. Da ist natürlich an erster Stelle Kuba zu nennen, aber auch Iran, hat er auch zum Beispiel erwähnt. Genau, das war das eine. Ich habe zum Beispiel solche Sachen reingebracht, die er wohl nicht so, meines Erachtens das nicht so klar hatte, was für Auseinandersetzungen wir in Deutschland bezüglich Nord Stream 2 haben. Ja, das ist ja auch eine geopolitische Auseinandersetzung. Ich habe ihn zum Beispiel gefragt, ob er Hoffnungen hat bezüglich der Präsidentschaftswahl nächstes Jahr in den USA, wo es ja durchaus am linken Flügel der Demokraten um Bernie Sanders herum durchaus jetzt eine Debatte gibt über die Außenpolitik der USA, die durchaus kritisch ist. Also das war für ihn neu, das hat er sich aber auch sehr interessiert angehört. Fragte mich dann, ist das so jemand wie Jimmy Carter? Also Bernie hat gesagt, ein bisschen linker noch. Aber das ist sozusagen jetzt nicht so, also er ist schon sehr stark immer auf Trump, er hat das immer sehr personalisiert und Trump macht dies und Trump macht das. Das war so ungefähr der Gegenstand der Debatte. Wenn ich was Falsches erzähle, Mariana war dabei, kann mich dann gleich noch korrigieren. Das mit Maduro, das Ganze ist natürlich, will ich vielleicht auch mal dazu sagen, weil ich bin ja heftig hier kritisiert worden in deutschen Medien. Das ist normal. So wie das abgelaufen ist, ist eigentlich, wenn man einen Präsidenten eines Landes besucht, ist das ein üblicher Ablauf gewesen. Man geht dahin, da steht eine Deutschlandfahne, da steht eine Venezuela-Fahne, man hält bestimmte protokollarische Abläufe ein und war jetzt sozusagen nichts Besonderes. Aber es gab ja die Aufregung, weil dann sozusagen das Bild hier auch in den Medien war mit der Deutschland- und Venezuela-Fahne und das hat natürlich hier manche sehr, sehr geärgert. Was die Opposition angeht, ich hatte am Dienstag, jetzt vor knapp zwei Wochen, Gespräche im Parlament mit den verschiedenen, mit allen Oppositionsparteien, das sind im Wesentlichen vier, die sehr unterschiedlich auch sind. Als ich dann dort war, das Ganze war organisiert von der Deutschen Botschaft, habe ich Guaido gesehen, der da nach dem ersten Gesprächstermin, den wir hatten, stand da im Parlamentsinnenhof.
Und dann habe ich der deutschen Botschafterin halt gesagt, ja, würde gerne mit ihm vielleicht begrüßen. Und dann sagte sie zu mir, ja, Sie erkennen ihn doch gar nicht an. Ich sage, doch, als Parlamentspräsident schon, aber nicht als Präsident Venezuelas. Er war ja in der Eigenschaft als Parlamentspräsident. Und dann ist sie halt hin und man muss sagen, die deutsche Botschaft ist sehr eng, sehr, sehr eng, also fast, die sind sehr eng mit den, auch den radikalen Teilen der Opposition. Und sie ist dann zu ihm hin, die kennen sich auch gut und dann kam er an und haben uns begrüßt, haben kurz miteinander gesprochen und da waren gerade verschiedene Gewerkschaftsführer da, weil man muss sagen, die Gewerkschaftsbewegung ist genauso gespalten wie die gesamte Gesellschaft in Frage Chavismus und Opposition. Ein Teil der Gewerkschaften sind sozusagen im chavistischen Projekt eingebunden, ein Teil der Gewerkschaften, und das waren die, die da waren, kooperieren mit der Opposition, und dieses Treffen hat wahrscheinlich stattgefunden, um die Mobilisierung zum ersten Mal zu besprechen. Ich habe dann auch mit den Gewerkschaftern gesprochen und auch mit den verschiedenen Oppositionsparteien. Das Interessante dabei war, dass mir auch hochrangige Führer der Opposition, die auch hier durchaus in den Medien auftauchen, auch beim Putschversuch am 30. April am Flughafen aufgetaucht sind, gesagt haben, dass sie strikt gegen die Wirtschaftssanktionen und die Militärdrohungen sind. Ja, also wenn man sich die Bilder von dem Morgen anschaut, am 30. April, die in YouTube sind, da kommt einer von der Opposition, der dann Guaido auch umarmt. Der hat mir unter vier Augen gesagt, sie sind strikt gegen Militärintervention und Wirtschaftssanktionen, können das aber nicht so nach außen tragen. Das ist also eine hochrangige Opposition von der Aktion Demokratica, also einer der zentralen Parteien dort. Es gibt auch eine etwas linkere Partei, das ist die Avanza Progressista, Teil der Opposition, die auch dann, nachdem ich ein Treffen mit dem Auswärtigen Ausschuss dort hatte, wo alle Vertreter aller Parteien dort waren, der nochmal zu mir hingekommen ist und gesagt hat, wir haben eine andere Auffassung als die anderen. Ich wollte Ihnen das sagen, hat nochmal einen Gesprächstermin gebeten. Das kam leider nicht mehr zustande. Aber das ist nochmal wichtig, hier zu wissen, diese Opposition ist in sich politisch gespalten. Die tritt zwar sozusagen auch unter Druck relativ nach außen oder wird hier so dargestellt im Wesentlichen als einheitlicher Block, ist aber gespalten, das hat man ja auch bei der letzten Präsidentschaftswahl gesehen, im Mai letzten Jahres, als ja auch ein Teil der Opposition, nämlich genau die Avanza Progressista mit Henry Falcón, ja angetreten ist und 25% der Stimmen bekommen hat. Und nur der radikale Flügel der Opposition zusammen mit den USA und der deutschen Bundesregierung und so weiter die Wahlen boykottiert haben bzw. als nicht legitim erklärt haben. Also es ist schon sehr viel differenzierter. Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft. Nochmal ein paar Worte zu den Hilfsorganisationen. Weil wir führen eine heftige Auseinandersetzung im Bundestag über die Frage der 5 Millionen, die für humanitäre Hilfe seitens der Bundesregierung für Venezuela bereitgestellt wurden. Die Bundesregierung hat kurz nach dem Beginn jetzt der jetzigen Auseinandersetzung, also kurz nach dem 23. Januar, gesagt, wir stellen 5 Millionen Euro für humanitäre Hilfe in Venezuela zur Verfügung. Die muss aber neutral sein. Also sie haben das nicht mitgemacht bei der Cucuta-Aktion an der Grenze am 23. Februar. Das war ja ganz offensichtlich eine nicht neutrale humanitäre Hilfe, sondern ein Versuch sozusagen über den Weg der humanitären Hilfe letztlich eine Militärintervention durchzusetzen. Da fährt die Bundesregierung eine eigene Strategie. Aber es gibt humanitäre Organisationen in Venezuela. Rotes Kreuz arbeiten schon lange da. Es war am gleichen Tag, als ich mich mit denen getroffen habe, kam auch noch mal eine Lieferung von Krankenhausgütern in Venezuela an. Das ging hier auch durch die Medien. Das ist der andere Zweig des Roten Kreuzes.
gibt das internationale Komitee und die internationale Bewegung, das ist ein bisschen kompliziert bei denen, aber es gibt sozusagen, dieses internationale Komitee ist schon lange da, arbeitet vor allen Dingen in sozusagen elementaren Basisgeschichten wie Wasserversorgung, also klassische humanitäre Hilfe, die sie leisten. Und ich habe die Vertreterin mehrfach gefragt, habt ihr irgendwelche Schwierigkeiten mit in eurer Arbeit mit der Regierung? Seid ihr eingeschränkt? Seid ihr bedroht? Zum Beispiel bedroht durch die Kollektivos. Das behauptet nämlich die Bundesregierung. Und sie sagten nein. Nein, nein, nein. Und sogar, sie hat sogar gesagt, die Kollektivos sind unser Schutz, wenn wir die Arbeit machen können. Ich hatte nämlich 2 Wochen vorher eine Anfrage gemacht an die Bundesregierung, warum sie denn nicht das Rote Kreuz oder die UNO-Organisationen wie die Panamerikanische Gesundheitsorganisation unterstützt mit diesen 5 Millionen. Und die Antwort war, weil die keine unabhängige Arbeit machen können und bedroht werden, insbesondere durch die Kollektivos. Ich habe das gegenteiligen Aussagen von den führenden Vertretern beider Organisationen bekommen. Bei der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation war es auch so. Er hat auch gesagt, es gibt keine Probleme bei der Kooperation. Ich habe dann mehrfach nachgefragt. Es ist eine perfide Strategie. Diese 5 Millionen werden in den Raum gestellt und dann wird gesagt, ja, wenn die Bedingungen für die humanitäre Hilfe da sind. Und die Bedingungen werden dann von der Bundesregierung so definiert, dass sozusagen ein Regime-Change stattgefunden hat. Und dann locken die 5 Millionen, die dann sozusagen aktiviert werden. Ich finde das eine zynische Strategie und fordere hier auch nochmal, dass die 5 Millionen sofort an die neutralen Hilfsorganisationen, die vor Ort arbeiten, ausgezahlt werden. Das war mir noch ein wichtiger Punkt. Was könnte ich noch erwähnen? Vielleicht ja doch ein bisschen zu der institutionellen Krise in Venezuela. Ich will es mal so bezeichnen. Weil wir haben natürlich eine Situation, dass die Organe des Staates im Grunde genommen alle gedoppelt sind. Ob zu Recht oder Unrecht, kann man diskutieren, aber es ist erstmal ein Faktum. Es gibt ein Parlament. Bei den Parlamentswahlen Ende 2015 hat die Opposition die Mehrheit erhalten. Da gab es Streit um 4 Abgeordnete, ob die sozusagen legitim gewählt worden sind oder nicht. Und das hat dann sozusagen dazu geführt, dass die Regierung dieses Parlament am Ende nicht anerkennt. Auf jeden Fall gibt es dieses Parlament. Und es hat dann sozusagen nach diesen Parlamentswahlen sehr gewaltsame Proteste gegeben, die Garimbas, die sehr, sehr gewaltsam waren. Und danach hat sozusagen dann die Maduro und die anderen Regierungsvertreter haben dann eine konstituierende Versammlung einberufen, also eine Wahl abgehalten zur konstituierenden Versammlung, die dann von der Opposition boykottiert wurde, die aber sozusagen doch eine so große Wahlbeteiligung hatte, dass es dazu geführt hatte, dass die Opposition wieder etwas ruhiger geworden ist. Also sie waren ein Stück weit demoralisiert durch den relativen Erfolg aus Regierungssicht für diese konstituierende Versammlung. Aber seitdem haben wir diese 2 Parlamente, die auch noch im gleichen Gebäude tagen, aber nicht kooperieren. Und es gibt sozusagen kein funktionierendes System im Augenblick. Ja, also das muss man einfach wissen. Dann gibt es natürlich solche Sachen, dass es einen Gerichtshof gibt und in Washington noch einen. Da bauen sie ja auch Exil. Sie bauen ja auf allen Ebenen. Der Präsident ist eben Maduro und dann sagt Guaido, ich bin der Präsident. Ja, in den USA kämpft Code Pink gerade, verteidigt die venezolanische Botschaft, weil sozusagen dort die Vertreter von Guaido jetzt reingesetzt werden sollen. Deutschland macht das jetzt nicht so, aber es gibt also eine Doppelung dieser Strukturen und letztlich, das muss man schon im Kopf haben, wenn man, und wir wollen alle natürlich eine friedliche Lösung,
Und eine friedliche Lösung wird es auch am Ende nur mit irgendeiner Form von Dialog und Verhandlungen geben. Muss natürlich das wieder in irgendeiner Form geheilt werden. Auch wenn ich jetzt das nicht für sehr realistisch aktuell halte, trotzdem sollte man das im Auge haben. Zum Schluss vielleicht nochmal, was Dialogmöglichkeiten angeht. Einmal internationale Ebene, national, also venezolanische Ebene. International gibt es im Wesentlichen zwei relevante Prozesse gerade. Das eine ist der ist von Mexiko und Uruguay unterstützte Montevideo-Prozess. Der sieht eigentlich Gespräche vor, ohne Vorbedingungen, an deren Ende Neuwahlen stehen können. Und auf der anderen, und das wird von Maduro zum Beispiel unterstützt, aber von Guaido abgelehnt. Dann gibt es die Kontaktgruppe der EU, die sozusagen als Voraussetzung von Gesprächen oder als ersten Punkt von Gesprächen Neuwahlen ansehen, und dann kann alles weitere folgen. Das wird wiederum von Maduro abgelehnt, und naja, Guaido wird sich da wahrscheinlich nicht gegen aussprechen. Das ist die Situation. Mich erinnert das sehr an Syrien. Vielleicht erinnert ihr euch an die Debatte in Syrien, wo immer gesagt wurde, ja, wir müssen verhandeln, aber erst muss Assad zurücktreten. Das war die eine Position. Und die anderen haben gesagt, nein, man muss erstmal bedingungslos verhandeln. Am Ende kann sozusagen auch vielleicht ein Rücktritt stehen oder eine Neuwahl und so weiter. Das erinnert mich sehr stark daran. Intern ist es so, dass Maduro hat gesagt, ich bin jederzeit bereit zu verhandeln. Ich verhandle auch mit dem Teufel, con el Diablo. Er hat das als Problem dargestellt, dass immer dann, wenn er mit Oppositionsvertretern redet, dass am Ende ein Anruf aus den USA kommt und die Verhandlungen abgebrochen werden. So geschehen im Vorfeld der letzten Präsidentschaftswahlen, weil diese Präsidentschaftswahlen, die ja nicht anerkannt werden vom Westen, war die Art und Weise, wie die Wahlen abgehalten wurden, waren das Ergebnis eines langen Verhandlungsprozesses, das in verschiedenen Kapiteln sozusagen fixiert wurde. Und als alles fertig war, übrigens unter Leitung von Zapatero, dem ehemaligen spanischen Ministerpräsidenten, als alles fertig war, hat dann ein großer Teil der Opposition sozusagen die Unterschrift verweigert und gesagt, wir erkennen die Wahlen nicht an. Das hat er natürlich angeführt als Beispiel, warum Verhandlungen scheitern aus seiner Sicht. Und er hat auch gesagt, dass er im November, Dezember auch mit 4 hochrangigen Oppositionsvertretern praktisch im Hintergrund, im Hinterzimmer Verhandlungen geführt hätte, aber auch die sind dann abgebrochen worden, und er hat das so interpretiert, sozusagen, dass sie immer dann, wenn die USA sagt, nein, jetzt nicht mehr, dass sie dann sozusagen das abbrechen. Also das war seine Darstellung. Guaido und die meisten Oppositionsparteien, also die radikaleren Oppositionsparteien, haben dargestellt, Verhandlungen sind im Augenblick nicht sinnvoll, weil sie nur Zeitgewinn für die Regierung Maduro, für Maduro darstellen, und deshalb im Augenblick nicht sinnvoll. Ich habe viel mit kritischen Ex-Chavisten oder ehemaligen Ministern gesprochen, mit diversen, auch zum Beispiel Edgar Zambrano, der gestern im Tagesschau-Artikel in einer Art und Weise zitiert wurde, was mich sehr überrascht hat, weil ich habe ihn völlig anders wahrgenommen. Ehemaliger Industrieminister und Chef, glaube ich, des Ölkonzerns. Da gibt es verschiedene Modelle intern, wie man sozusagen über einen Verhandlungsprozess, was man machen könnte. Er hat zum Beispiel das Modell einer Regierung der nationalen Einheit, also von Regierung und Opposition praktisch, wo die Anreize, um sowas zu bilden, dafür da sein könnten, wenn sozusagen die internationale Gemeinschaft sagt, wir stoppen die Sanktionen, wir lassen großflächig humanitäre Hilfe zu, dann meint er, könnte sowas funktionieren, und dann müsste es einen schnellen Prozess geben, nicht sofort, aber sozusagen einen schnellen Prozess, zunächst Parlamentswahlen und dann
neue Präsidentschaftswahlen anzusetzen. Das ist zum Beispiel ein Modell. Dann gibt es andere Modelle, ich will jetzt nicht im Einzelnen darstellen. Das gibt es alles, wie man das machen könnte. Das Grundproblem ist, glaube ich, und das ist das wahrscheinlich leider das realistische Szenario, dass die internationale Lage so ist, die geopolitische Lage so ist, dass das nicht gewollt wird, dass insbesondere seitens der USA tatsächlich auch auf einen militärischen Regime-Change hingearbeitet wird. Und was mir gerade ganz aktuell besondere Sorgen macht, ist, dass ich auch ein Chile-Szenario für möglich halte, in dem Sinne, dass im Militär Leute umgebracht werden, um das Militär irgendwann zum Absetzen von der Regierung zu bewegen, von Maduro zu bewegen. Und die Fixierung hier in der Medienberichterstattung auf das Militär ist für mich da das beobachte ich mit großer Sorge, weil es ist schon komisch, dass so auf das Militär fixiert wird, weil es ist ja nicht nur das Militär, es waren Hunderttausende am 1. Mai, die auf Seiten der Regierung, auf Seiten der PSUV demonstriert haben. Es ist nicht so, dass das praktisch nur das Militär die Stütze von Maduro ist. Er hat eine relevante Basis in der Gesellschaft, kann man schätzen. Das ist vielleicht nicht die Mehrheit, aber es ist eine ganz, ganz relevante Basis, vor allen Dingen in den ärmeren Schichten, in den Barrios, in Caracas. All das ist, auch selbst wenn das Militär jetzt rübergehen würde, würde das nicht unblutig über die Bühne gehen. Ich halte das für völlig wahnsinnig. Ich glaube, man muss zwei Sachen auseinanderhalten. Das eine, die Debatte, letzte Wort, das eine sozusagen, wie schätzt man innenpolitisch ein, warum ist der Glanz des bolivarischen Projektes sozusagen blasser geworden, warum hat es sozusagen der Bolivarismus nicht geschafft, vom Erdölextraktivismus wegzukommen und so weiter und so fort. Ganz wichtige Diskussionen, aber das sollte man sauber davon trennen, von der internationalen Frage, weil es völlig unabhängig, wie wir im Detail jetzt Maduro beurteilen, wie wir im Detail die Lage in Venezuela selbst beurteilen, völlig unabhängig davon, dass man strikt gegen die Drohungen, gegen die Militärdrohungen und gegen die Wirtschaftssanktionen und hier auch gegen die Politik der Bundesregierung vorgehen muss. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. André, jetzt haben Sie schon gleich zwei gemeldet. Drei, also als erstes Doris, dann Dorothee und dann jetzt. André, das Letzte, was du gesagt hast, muss ja grundsätzlich für alle Länder gelten. Ja. Und das ist ja das Problem, dass selbst in linken Kreisen, auch in friedenspolitischen Kreisen, das manchmal nicht gesehen wird. Genau. Das ist das Riesenproblem. Und das andere ist, siehst du, Guaido hat ja keine Erfolge bis jetzt gehabt. Seine Aktivitäten, auch das mit dem, was war das letzte, der Militärputsch. Und jetzt heute, ich habe vorhin gelesen, heute ist er nicht erschienen, da haben die sich alle irgendwie versammelt, vor dem Militärgebäude, irgendwie vor Militär. Es waren aber relativ wenige, die gekommen sind und Guaido ist nicht erschienen. Neulich habe ich auch gelesen, eigentlich hat er ja seine Schuldigkeit getan. Wenn er jetzt nicht mehr bringen kann, ist doch durchaus die Möglichkeit, dass er sozusagen als Märtyrer, der vom Regime ermordet wird, eine größere Rolle spielen könnte. Und da sehe ich ja, da könnte ja durchaus auch eine Gefahr sein, was dann international. Dann ist doch denn diesen Tod kann man ja durchaus organisieren. Gut. Ja, ich habe eine Frage und zwar, wie Sie analysieren das schnelle
dass der deutsche Außenminister so schnell den Guaido anerkannt hat. Also, Sie haben perfide genannt und irgendwelche ähnlichen Vokabeln, aber das analysiert es ja nicht. Jens? Ja, André, du hast ja leider nichts zur Versorgungslage in Venezuela gesagt. Und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Also so die Information, die ich entnommen habe eben, und wenn wir hier gesehen haben, die Geschäfte, die leer waren, ich weiß nicht, ob das die Realität ist, aber eigentlich ist Venezuela ja ein sehr reiches Land, wenn man von dem Erdölvorkommen absieht. Warum ist es Maduro nicht gelungen, eine Allianz zu schmieden, die Venezuela unterstützt? Du hast ja gesagt, Russland ist eigentlich unterstützt, das, aber das kann ja nicht sein. Ich denke, für eine linke Regierung muss das Wichtigste sein, dass die Grundbedürfnisse des Volkes befriedigt werden. Und da, denke ich mir, sind Fehler gemacht worden. Und vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen. Ja? Wie viel willst du? Gut, dann du? Ja. Ich will, Entschuldigung, die Anwesenheitsliste, die rumgeht, gebt sie bitte rum und schreibt euch alle auf, ja? Die ist erst da, also bitte rumgehen. Also eine kurze Frage, und zwar durch die Medien sind vor ein paar Wochen die Anwesenheitsliste ist das eher eine Ente oder wie muss das bewertet werden oder eingeschätzt werden bezüglich der aktuellen Entwicklung? Danke. So, jetzt ist erst Hür und dann Elsa. Ich fand deinen Besuch sensationell. So ist bei mir das angekommen, als ich davon hörte oder las. Ich fand das irre toll. Also ich auch. Beeindruckt. Ja, und auch sehr gut. Ich habe dann darauf gewartet, dass ich also dann diese Medien, die ja immer sehr neugierig sind auf Neuigkeiten von jemandem, der vor Ort war, auch, dass sie irgendwie sich auf dich stürzen und dich ausquetschen und das alles beschreiben, was der an tollen Sachen herausgefunden hat. Ich finde nichts. Also mir ist das in den bürgerlichen Medien nicht aufgefallen. Kannst du da irgendwas zu sagen, wie die Medien mit dir insgesamt umgegangen sind, ob es Anfragen gab? Oder wenn, von wem und so weiter. Das klingt mich mal interessiert. So, weil wir haben ja so eine freie Presse. Also, dem kann ich nur zustimmen. Da habe ich eine ähnliche Einschätzung. Warum wurde Guaido so schnell anerkannt vom Außenminister? Also, ich weiß es nicht genau. Ich habe auch darüber nachgedacht. Also, es gibt zwei Erklärungen für mich. Das eine ist natürlich, Heiko Maas ist seiner politischen Ausrichtung transatlantischer als seine Vorgänger. Ja, er ist von Anfang an mit schärferem Ton gegen Russland aufgetreten. Er hat keine Berührungsängste zu Rechtsextremen in Israel. Und er ist sozusagen, was das angeht, passt es eigentlich in die Linie. Manchmal frage ich mich, aber das ist auch Spekulation, ob es sozusagen da irgendwelche, keine Ahnung, auch Notwendigkeiten aus seiner Sicht gibt, sich so zu verhalten, was die anderen Konflikte mit den USA angeht. Also dass man dann eher da den Schulterschluss macht und in den anderen Konflikten dann praktisch was bekommt. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber es ist letztlich, muss ich dann genauso spekulieren, wie andere hier vielleicht auch, aber ich finde es trotzdem perfide, also das ist richtig, aber es ist natürlich noch keine Analyse und es ist man kann vielleicht schon sagen, dass eine aggressivere Deutschlandpolitik in Lateinamerika sozusagen, dass wir gerade dabei sind, eine aggressivere Deutschlandpolitik zu entwickeln, also die Bundesregierung dabei ist. Ein Indiz dafür ist die Außenministerkonferenz, die am 28. Mai stattfindet. Das Auswärtige Amt hat sämtliche lateinamerikanischen Außenminister am Dienstag, den 28. Mai, nach Berlin eingeladen, außer dem venezolanischen. Deswegen habe ich den venezolanischen nach Aachen eingeladen am 29. Mai und hoffe, das kommt zustande.
der möchte auch kommen, aber das weiß man natürlich nicht, was sonst passiert. Versorgungslage, ja, es ist nicht so dramatisch, wie hier dargestellt, aber es ist natürlich ernst. Ja, man muss aufpassen, weil der Spin, der hier in der Darstellung oder das Framing, was hier in der Mediendarstellung war, sozusagen die Funktion vor allen Dingen hatte, dringend sozusagen einen Sturz herbeizureden von Maduro. Deswegen auch diese Begriffe der humanitären Krise und so weiter. Und man hat ja vielmehr das Gefühl, wenn man deutsche Medien konsumiert, man muss jetzt dringend in Venezuela was tun, aber Jemen läuft so weiter. In Jemen haben wir tatsächlich eine humanitäre Katastrophe, das überhaupt nicht vergleichbar ist mit der Situation in Venezuela. Trotzdem wird es medial vom Empfinden her manchmal anders dargestellt. Das heißt nicht, dass es unproblematisch ist. Die Versorgung, es gibt riesige Probleme, die auch viel tiefer liegen als der Chavismus. Vor allen Dingen mit dem Erdölreichtum. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind die Menschen die von den Ländern in Venezuela in die Ölzentren gezogen. Die Landwirtschaft ist völlig eingestellt worden dort. Wir haben fast gar keine Landwirtschaft mehr. Und der Chavismus hat das sozusagen drehen können oder wollen oder weiß ich was. Oder man hat andere Prioritäten erstmal gesetzt. Aber Fakt ist, Venezuela muss fast sämtliche Lebensmittel importieren. Das ist dramatisch. Also ich finde das katastrophal als Bilanz auch eines linken Projektes. Ja, also, aber das ist der Befund. Das ist übrigens in Kuba auch teilweise so. Nicht so extrem wie in Venezuela, aber auch Kuba hat auch sozusagen große Probleme, Landwirtschaft zu entwickeln. Also es ist nicht so, dass die Menschen, wenn man durch Caracas geht, man sieht jetzt nicht direkt hungernde Menschen oder so, man sieht gelegentlich jemanden, der im Müll wühlt. Das habe ich so gelegentlich wahrgenommen. Meine Dolmetscherin, Begleiterin, linke Aktivistin auch in Venezuela, sagte mir, für sie ist das furchtbar, weil das hat es vor ein, zwei Jahren noch nicht gegeben. Das ist was Neues. Das hat es da praktisch, wir kennen das ja auch hier. War für uns auch neu. Das war für uns dann irgendwann auch neu. Und es gibt natürlich auch bestimmte Krankheiten, die durch Mangel im Gesundheitssystem jetzt, das offensichtlich da ist, aufkommen, wie Masern auch und Malaria in einzelnen Gebieten, also nicht flächendeckend, aber in einzelnen Gebieten. Das ist, was mir die humanitären Organisationen erzählt haben. Also ich finde, man muss es ernst nehmen und nicht verharmlosen. Aber man darf diesen dramatisierenden Spin nicht übernehmen, wie er hier sozusagen in den Medien da ist. Und das ist ja auch das Problem von Maduro. Maduro weigert sich sozusagen, Begriffe zu verwenden zur Beschreibung der Lage, die genutzt werden können für Militärinterventionen. Responsibility to Protect, der Generalsekretär der lateinamerikanischen OAS, Organisation Amerikanischer Staaten, hat ja vor 10 Tagen Militärintervention gefordert, unter dem Hinweis auf Responsibility to Protect, aufgrund der humanitären Situation in Venezuela. Und deswegen muss man sozusagen, sollte man jetzt nicht Begriffswelten übernehmen, die das sozusagen begünstigen. Russische Militärberater, ich habe das jetzt nicht wahrgenommen, ich weiß so viel wie ihr, also aus den Medien hier, ich glaube, das stimmt, vielleicht kann uns Mariana da mehr zu sagen, aber ich vermute mal, das stimmt, Russland hat ein großes Interesse. Russland und China haben, auch Indien jetzt mittlerweile, große Interessen, ökonomische Interessen, aber Russland hat noch ein stärkeres geopolitisches Interesse. Also Russland ist sehr aktiv dabei, dass sie sagen, wir wollen es verhindern, dass sozusagen ein Regime-Change nach dem anderen durchgeführt wird. Dann kommt Venezuela, dann kommt Kuba vielleicht, dann kommt der Iran und dann ist sozusagen der
Rote Platz in Moskau Gegenstand des nächsten Regimes. Das ist sozusagen das, ja, das geopolitische Denken, und es ist auch sicher eine Strategie von einigen Kräften in den USA, die in diese Richtung geht. Und deswegen gibt es auch ein starkes geopolitisches Motiv von Russland, das bei Russland ausgeprägter ist jetzt als bei China oder anderen Ländern. Kurz zu den Medien als letzten Punkt. Ich war halt, als hier die Schnappatmung eingesetzt hat in den deutschen Medien, weil ich Maduro getroffen habe. Naja, ich meine, Wadephul, das hat der Johann Wadephul hochgezogen. Das ist ein CDU-Abgeordneter, ich kenne ihn sehr gut, der kurz vorher sich offenbar mit saudischen Regierungsvertretern getroffen hat und das auch sehr positiv auf Facebook dargestellt hat. Deswegen ist die Doppelmoral natürlich hier besonders krass. Der hat gefordert von der Fraktion, der Linksfraktion, mich aus allen internationalen Funktionen abzuziehen. Ja, hat natürlich keiner darauf reagiert. Aber als diese Schnappatmung losging, war ich gerade bei den Pemons im Urwald. Ich habe einen Haufen Medienanfragen gekriegt, auch von der Tagesschau, von Heike Böttcher und verschiedenen anderen. Ich konnte nicht reagieren. Die Kommunikationslage ist ohnehin ausgesprochen schwierig in Venezuela. Aber im Urwald, also geht gar nichts. Da ist einfach überhaupt gar nichts. Und auch in Caracas, ich kann nicht raustelefonieren. Ich konnte mit meinem Handy nicht, ich habe noch nicht raustelefoniert. Ich konnte angerufen werden, aber ich konnte nicht raustelefonieren. Und höchstens über, ich habe also nur über WhatsApp telefoniert, wenn ich Internet am Hotel hatte. Das war aber auch eben nur manchmal so. Deswegen war das sehr schwierig für mich, und mein Problem war auch ein bisschen, dass ich dann unmittelbar danach, bin ja gar nicht nach Deutschland zurückgekommen, sondern nach Madrid, und habe beim Prozess gegen die Katalanen ausgesagt in Madrid und war dadurch nochmal 2-3 Tage damit befasst. Deswegen habe ich jetzt auch viele Anfragen einfach nicht bearbeiten können. Ich hatte aber zum Beispiel jetzt vorgestern dieses Interview im Deutschlandfunk, und ich weiß nicht, wer das mitgekriegt hat. Also ich hatte den Eindruck, dass der Fragesteller da eine Granate verschluckt hatte. Der war so, also ich habe ja schon viel erlebt, aber das war schon eine krasse Nummer. Ich bin echt ein Ei. Manchmal frage ich mich, ich hätte vielleicht mehr in die Gegenoffensive gehen sollen. Auf der anderen Seite, ich habe so viele positive Zuschriften, so viele Leute, die sich aufgeregt haben über diesen Interviewer und gesagt haben, sie sind so ruhig geblieben. Vielleicht war es dann auch ganz gut so, ich weiß es nicht. Nachher ist man dann auch immer ein bisschen schlauer, aber ich werde auch sicher noch in den nächsten, ich habe auch viele Anfragen jetzt hier nächste Woche auch von anderen Stiftungen und so weiter, die wollen das natürlich wissen, auch im Auswärtigen Amt treffen. Die wollen natürlich, auf der einen Seite verurteilen sie mich, auf der anderen Seite wollen sie natürlich wissen, was hat Maduro gesagt, oder was hat Abreaza gesagt, ne? Und wie schätzen sie das ein? Weil ich war jetzt da und ich war der einzige Abgeordnete aus Europa, der seit Januar, seit dem Beginn der Krise da war. Und ich werde wahrscheinlich auch einer der ganz, ganz wenigen bleiben. Weil es ist nicht so einfach, da hinzukommen. Eine Sache vielleicht dazu, die meisten Fluglinien sind eingestellt worden, auf Druck der USA. Ja, Portugal hat zum Beispiel nicht eingestellt, weil der Staatspräsident interveniert hat. TAP Air, ich bin mit TAP Air geflogen, also ich bin nach Lissabon und dann von Lissabon mit TAP Air nach Caracas und auch so zurück wieder. TAP Air hat nicht eingestellt, weil der portugiesische Staatspräsident gesagt hat, nee, das können wir nicht machen. Es war ein privates Unternehmen, trotzdem gab es da sozusagen so eine Debatte, weil wir haben 3 Millionen Portugiesischstämmige in Venezuela aber das Land wird isoliert. Über alle Maßnahmen, über alle Möglichkeiten, inklusive der Fluglinien. Lufthansa fliegt nicht mehr, beispielsweise. Der Flughafen in Caracas ist relativ verwaist, da passiert nicht viel. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, da hinzukommen. Und Mariana kann ja erzählen, wie sie zurückgekommen ist. Danke. So, jetzt ist Elsa dran, danach Sabine und dann Monika. Also André, du hast erwähnt diese Arbeitsunterstützung der venezuelischen, des internationalen Lex im Grunde genommen in Washington D.C. Du hast Kurt Pink erwähnt, aber eigentlich ist es so, dass seit mehreren Wochen Kurt Pink spielt eine wichtige Rolle, aber sehr viele US-Friedensaktivisten sind jetzt
selbst in der Botschaft in Venezuela, weil die USA hat gedroht, Guaidos Vertreter da reinzustellen und da, die wohnen da, die schlafen da in der Botschaft, gleichzeitig wie die ganzen Sachen über Assange, aber auf jeden Fall, die sind da und dann sind die auch und machen täglich Demos, Informationen und so weiter. Ich habe bis jetzt noch keine Gegenstimmen oder zweifelnde Stimmen in der Friedensbewegung übrigens, ob das richtig ist oder nicht. Du hast gesagt, dass die Botschaft hier nicht bedroht ist, sagen wir, auf derselben Weg. Aber du hast über sehr viele Übergriffe erwähnt, was die im Grunde genommen die Bundesregierung auch macht, um die, sagen wir, Völkerrecht in Frage, wer entscheidet, wer Präsident ist in Venezuela, zu untergraben. Ich wollte fragen, ob es Punkte gibt hier in Deutschland, wo man direkt so intervenieren könnte als Friedensbewegung, um überhaupt dadurch eine Aufklärung in der Gesellschaft zu bringen, sozusagen. Also ob die Botschaft ist nicht bedroht, aber ist irgendwas hier, wo diese Übergriffe stattfinden, wo man direkt als Friedensaktivisten intervenieren könnte? Drei kleine Punkte. Mich würde interessieren. Ich höre zu. Mich würde interessieren. Ich bin zwar ein Mann, aber ich bin dann auch Multitask. Wir verstehen. Gut, gerne. Mich würde interessieren, was mit dem deutschen Botschafter passiert ist, ob das für ihn karriereförderlich oder schädlich war. Einfach mal so als Eindruck. Aber das am Rande. Mich würde interessieren, wie sehen die anderen lateinamerikanischen Regierungen pro und contra Venezuela? Haben die gute Argumente? Das ist ja ein geteiltes Feld anscheinend in Südamerika. Und mich würde, weil es erwähnt wurde, interessieren, ob man diese ganze Responsibility to Protect mal auseinander nimmt, was für ein Hohn das eigentlich ist, vom Ursprung her. Danke, Monika? Ja, mich würde interessieren, es gab ja diese tagelang diese Stromsperren. Ja. Und dafür wurde ja Maduro verantwortlich gemacht. Hat sich da. Und wahrscheinlich war eher der Guaido oder irgendwelche anderen Kräfte dafür verantwortlich. Hat sich das inzwischen herausgestellt? Und ich würde gerne wissen, was für eine Rolle spielt der Lopez, der hinter dem Guaido steht. Der jetzt in der spanischen Botschaft ist. Hallo, ja genau. Jetzt Lür und dann Christa. Ich würde mal einfach mal versuchen, bei dir was rauszukitzeln, nämlich die Frage, was denkst du, wie sich das weiterentwickelt? Weil die Dramatik ist ja, spitzt sich ja augenscheinlich immer weiter zu im Land. Und es geht ja um sehr viel. Wir haben es ja mit Venezuela, mit einem Land zu tun, was die größten Erdölvorkommen auf der Welt hat. Das ist ja nur mit Saudi-Arabien oder mit Russland, was das Öl anbetrifft, vergleichbar. Die Ansage von John Bolton ist ganz klar, wir wollen, dass Venezuela verschwindet, dass die Diktaturen alle verschwinden, in Nicaragua, Kuba und so weiter als nächstes. Das heißt also, alles was links, sagen wir mal von der Überschrift her links im weitesten Sinne oder sozialistisch im amerikanischen Kontinent verfasst ist, steht davor, beseitigt zu werden. Also der Einsatz ist sehr groß. Jetzt warst du vor Ort und hast mit Menschen, die Spitzenposition haben in diesem Konflikt, einen persönlichen Kontakt gehabt. Das heißt, du hast die quasi hautnah gespürt. Mich würde interessieren, wie du das einschätzt, wie die Kräfteverhältnisse sind. Wird die Regierung bewältigen, diesen Konflikt, oder gewinnt die andere Seite? Was hast du da für ein Empfinden? So, ich denke mal, vielleicht antwortest du erstmal nicht und dann könntest du weiter. Ich weiß gar nicht mehr, wo war die Frage, Botschaft in Berlin, ja. Was können wir tun? Elsa war das. Also die Position der Bundesregierung ist ja gegenwärtig, dass sie
zwar irgendwie noch weiter festhalten als Guaido, als Interimspräsident. Dann wird er immer das Interim, kam dann irgendwann mal dazu. Und eigentlich, ja, das ist eine ganz komische Konstruktion auf Grundlage der venezolanischen Verfassung, die eigentlich nicht greift. Aber auch nach dieser Konstruktion müsste er binnen 30 Tagen Wahlen abhalten. Und das ist ja schon längst vorbei, das sind ja 3 Monate mittlerweile. Deswegen ist das alles unglaublich dünnes Eis, auf dem sich sozusagen diese Anerkennungspolitik bewegt. Und nach sozusagen, nach, auch nach, ich glaube, dass diese Studie des Wissenschaftlichen Dienstes und die Resonanz, die sie in den Medien gefunden hat, durchaus einen gewissen Druck ausgeübt hat auf die Bundesregierung, hier so irgendwie eine Linie zu finden, die irgendwie noch vertretbar ist. Und als dann Guaido den Otto Gebauer nach Deutschland geschickt hat, also seinen Botschafter, genau wie in die USA, der hat ja dann seinen Botschafter in die USA geschickt, dort soll er sozusagen, dort sollen dann die Vertreter jetzt von Guaido die Botschaft übernehmen. So ist ja Gebauer hier nach Deutschland geschickt worden von Guaido, der ja schon Putscherfahrung von 2002 hat, der sozusagen hier die Botschaft übernehmen sollte. So, und das hat aber dann die Bundesregierung nicht mehr mitgemacht, ja, sondern sie haben gesagt, wir behalten die Botschaft, da kann man, muss man um das ganz normale, pragmatische, konsularische Tagesgeschäft weiter abwickeln zu können. Das läuft ja irgendwie noch sozusagen auf sehr niedrigem Niveau, aber wir betrachten Otto Gebauer als politischen Vertreter von Guaido und treffen uns dann mit dem und so weiter und so fort. Aber es ist ja nicht so, dass er hier die Botschaft... Deswegen ist dieser Konflikt hier nicht so wie in den USA gegenwärtig. Und deswegen glaube ich, dass jetzt auch so eine Bewegung um die Botschaft herum hier nicht so sinnvoll ist. Ich glaube, das Allerwichtigste hier wäre für Frieden, wenn man da sozusagen Solidarität äußern will, friedensaktiv sein will, wäre wirklich diese Lügen in den Medien, diese Propagandawelle anzugreifen, dem was entgegenzustellen, sozusagen. Ich glaube, das ist so, scheint mir so, dass das Allerwichtigste gegenwärtig zu sein. Ich wurde nochmal nach China gefragt, wie karrierefördernd, das weiß ich jetzt nicht, aber ich habe ihn ja auch getroffen, bevor ich gefahren bin, habe ich ein Treffen gemacht mit Heike Hensel zusammen, mit Kriener, der dann schon ausgewiesen war, und dem Referatsleiter vom Auswärtigen Amt. Die offizielle Position, Kriener hält sich in Berlin zu Konsultationen auf. Er ist ja nicht zurückgezogen worden. Die offizielle Position der Bundesregierung ist, wir beraten, der ist jetzt praktisch nach Berlin zu Konsultationen zurückbeordert worden und er soll jetzt bald wieder nach Venezuela zurückkehren. Da muss es aber eine Einigung geben und ich kann mir schwer vorstellen, nach den jüngsten Äußerungen von Maas, nochmal von Kolumbien aus, als der Putschversuch war, dass das so einfach wird aus deutscher Sicht. Aber die offizielle Position ist, sozusagen, wir wollen den zurückhaben und seine Geschäftsträgerin jetzt, die sozusagen die jetzige Botschaftsleiterin in Venezuela, mit der ich ja, die auch sehr dankenswerterweise die ganzen Termine organisiert hat und das auf der Ebene auch sehr gut funktioniert hat, die ist auch nicht mehr lange da. Also es ist schon, dann verweist sozusagen die deutsche Botschaft da, weil die wird auch bald nach Berlin zurückkommen. Es gab die Frage Südamerika, andere Länder. Ich sehe es schon ein bisschen so, dass wir in einem Prozess sind, dass wir auch nicht nur ein politisches Rollback, das ist auch sicherlich ein bisschen so der Fall, sondern auch ein organisiertes Rollback haben. Wir haben ja in Honduras den Putsch gehabt, darf man nicht vergessen, mit Beteiligung der Naumann-Stiftung, Friedrich-Naumann-Stiftung, der FDP. Und wir haben ja auch in Brasilien eine höchst fragwürdige Präsidentschaftswahl gehabt, weil der eigentlich aussichtsreiche linke Kandidat oder halbwegs linke Kandidat, Lula, der im Gefängnis ist und nicht antreten konnte. Und unter diesen Bedingungen dann Bolsonaro die Wahlen gewonnen hat, jemand, der explizit von der Tagesschau selbst als rechtsextrem und nicht als rechtspopulistisch eingestuft wird, aber massive Unterstützung hat auch von großen Konzernen, auch von deutschen Konzernen und auch Banken. Ja.
Und ich habe da jetzt sehr wenig an Fragezeichen gehört, was die Anerkennung von Bolsonaro angeht und auch wenig Kritik als Psychomaß daran. Also es gibt hier offenbar eine größere Strategie, die aufzuräumen mit diesen irgendwie linken Regierungen. Ich will ja auch nicht alles sozusagen schönreden, was da passiert aus linker Sicht, aber doch im weitesten Sinne auch Regierungen, die vielleicht auch eine ungehemmten Interessen von Marktzugängen und Rohstoffzugängen irgendwo im Wege stehen. Und das scheint mir eine größere Strategie zu sein, wo sich sozusagen leider auch die Bundesregierung mit einreiht. Zur Frage der Responsibility Protect hat noch jemand, wir haben immer wieder Debatten, ich sage das offen, auch in der Fraktion dazu. Es gibt durchaus auch Leute, die sagen, man sollte es nicht so rundweg ablehnen. Ich sehe das sehr, sehr kritisch. Ich sehe es also als neues Instrument, was aufgebaut wird im Völkerrecht, um letztlich humanitäre Militärinterventionen zu legitimieren. Und die Mehrheitsmeinung ist sozusagen auch bei uns im Arbeitskreis internationale Politik auch in diese Richtung. Aber es gibt durchaus auch andere Stimmen. Die Stromausfälle. Man muss wissen, dass Venezuela, die Energieversorgung in Venezuela sehr zentralisiert ist. Und zwar von einem riesigen Wasserkraftwerk in Guri. Ich hätte mir das gerne angeschaut, wir sind aber nur dann drüber geflogen, als wir die Piemonts besucht haben. Ich hätte mir gerne sozusagen das Wasserkraftwerk auch angeschaut, das war dann leider nicht zu realisieren. Und 95% etwa der Strom- und Energieversorgung läuft über dieses Wasserkraftwerk. Schon traditionell, nicht erst durch den Chavismus so gewonnen. Und zweifellos ist es auch so, dass da sicherlich auch zu sehr auf Verschleiß gefahren wurde, so wie das die Deutsche Bahn hier in Deutschland auch macht. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber ich vermute auch, dass es, aber ich weiß dann auch nicht mehr als ihr wisst, dass sozusagen da nachgeholfen wurde. Maduro hat selbst bei dem Gespräch von Cyberangriff, von Cyberattacken gesprochen, also von Viren gesprochen, die sozusagen in das System eingespeist wurden und die dann zu diesen Stromausfällen geführt hätten. Ich kann das nur so wiedergeben und zur Kenntnis nehmen, aber mir fehlen natürlich auch die Instrumente, um das zu verifizieren, aber ich sag mal, es ist jetzt nicht ganz unwahrscheinlich, wenn man sich mal anschaut, wie die anders genau gekommen ist. Das passt ja sozusagen mitten in diesen Plan hinein, Maduro zu stürzen, und von daher halte ich das jetzt nicht für völlig abwegig. Lopez, ich weiß nicht, der war ja im Hausarrest, der ist und das war das große Signal eigentlich am 30. April, am Vorabend vom 1. Mai, als plötzlich Lopez mit Guaido an dem Flughafen stand. Sie haben sogar den Eindruck erweckt, sie hätten den Flughafen eingenommen. In dem ersten Video hat man den Eindruck, sozusagen, sie sind mit einigen Soldaten umringt auf dem Flughafen, und das wäre natürlich ein ganz krasses Situation gewesen, weil es hätte bedeutet, dass sie die relevante Teile tatsächlich des Militärs auf ihrer Seite hätten. Das ist ein Militärflughafen in Caracas. Nicht der zivile Flughafen, das sind zwei verschiedene. Ich kenne den jetzt auch nicht weiter. Ja, also aber gehört halt zu den gewaltbereitesten Teilen der Opposition in Venezuela und gilt so ein bisschen als Ziehvater von Guaido. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Es gibt wohl einen ganz guten Artikel, habe ich heute noch mal gesehen, auf Amerika 21 über die Hintergründe von Lopez, der schon ein bisschen älter ist, aber wohl sehr, sehr gut ist. Und ich kann auch nur dringend empfehlen, in dem Kontext Amerika 21 sich anzuschauen. Das ist wirklich eine ausgezeichnete, sehr nüchtern gehaltene, aber sehr kritische Webseite zu Informationen über Lateinamerika insgesamt, aber auch dann jetzt besonders zu Venezuela. Wie wird sich das weiterentwickeln? Ich weiß es nicht, natürlich.
Ich will darauf verweisen, dass es ja nicht nur die größten Ölvorkommen gibt, sondern offenbar auch gigantische andere Rohstoffe, inklusive Gold, in den sogenannten Arco Minero, also in einem Gürtel sozusagen im Süden Venezuelas, im Urwald eigentlich, auch da, wo wir dann waren, und gigantische Interessen damit aktiviert werden. Viele dieser Vorkommen sind erst jüngst in den letzten Jahren bekannt geworden. Und das Dramatische und Tragische, was jetzt gerade stattfindet, ist auch, dass die jetzige Regierung Konzessionen vergibt an Unternehmen zur Ausbeutung dieses von bestimmten Vorkommen dort, weil sie dringend irgendwie, weil sie den Rücken zur Wand steht und dringend irgendwie Geld braucht, was aus linker und sozialistischer Sicht eigentlich überhaupt nicht akzeptabel ist. Also auch die Unternehmen, das ist auch unter Ausschluss dann zum Teil der Öffentlichkeit in Venezuela. Es ist auch damit unter Bruch der venezolanischen Verfassung. Aber die Dramatik der Situation führt jetzt in diese Richtung. Und das finde ich ganz schlimm. Empfinden, letzter Punkt. Also wenn ich nur auf der venezolanischen Ebene bleibe, ist mein Empfinden, diese Regierung ist sattelfest. Diese Regierung ist sattelfest. Sattelfest. Also nur vom Empfinden auf der Ebene, ohne die internationale Ebene dazu zu nehmen. Ich habe also sehr, also das betrifft halt jetzt die Gespräche mit Regierung und Opposition. Ich habe sehr, sehr viele Leute getroffen, die Dissidenten sind, die Chavisten sind, Ex-Chavisten waren, Minister waren, soziale Bewegungen, und es gab praktisch einhellig eine Stimmung dort, die gesagt hat, wir kritisieren sehr, sehr viel an Maduro, aber wir haben auch einen gewissen Freiraum, also die sozialen Bewegungen haben das gesagt, wir verteidigen diese Regierung auch, weil wir Freiräume haben für unsere Projekte, für unsere Vorstellungen unter dieser Regierung. Aber wenn die Opposition rankommt, dann sind wir alle dran. Ja, so, dann ist das so wie in Brasilien, dann wird versucht, der Chavismus mit Stumpf und Stiel auszurotten. Das ist eine breite Angst von sehr vernünftigen Leuten. Und deshalb gibt es sehr viele Menschen in Venezuela, vor allen Dingen aktive, also politisch aktive Menschen, die zwar jetzt nicht Regierungsanhänger sind, aber die immer in diesem Konflikt sich auf Seiten der Regierung gegen diese rechte Opposition stellen würden. Das war meine Einschätzung. Und dann gibt es in der Breite sozusagen der Bevölkerung, da gibt es die sogenannten Ninis, habe ich dann gelernt, Regierung noch Opposition. Und die schwanken halt so, natürlich. Ja. Und da war es tatsächlich so, dass am 23. Januar in dieser, dass zum ersten Mal es die Opposition geschafft hatte, Teile der Barrios, der armen Schichten, auf ihre Seite zu ziehen. Das war ja immer so, dass die Opposition in den Mittelschichten verankert war, im Osten Venezuelas verankert war, in Altamira und so, wo die Mittelschichten wohnen. Und die Armen, Viertel, die Barrios, tendenziell eher auf Seiten des Chavismus waren. Das ist schon seit Jahren und Jahrzehnten ziemlich, also durchaus eine Art Klassenkampf, wenn man so will. Und am 23. Januar sind durchaus Ärmere halt rübergegangen, aber die sind schon wieder zurück, weil sozusagen erst noch mit dieser verrückten Anerkennungsnummer, das haben sie nicht mehr mitgemacht, und dass die ganzen Drohungen von außen, von den USA, führen natürlich auch dazu, dass auch Teile dann der Schwankenden sich jetzt wieder auf die Seite der Regierung stellen, auf die Seite von Maduro stellen. Das erklärt auch, warum der 1. Mai so stark war. Ihr habt vielleicht die Bilder gesehen, die waren zwar nicht hier in den Massenmedien, aber gegenüber den sozialen Medien. Der 1. Mai, der Peshof, war sehr, sehr groß und sehr stark. Also ich habe jetzt noch fünf Leute drauf. Fasst euch bitte kurz. André hat einen langen Tag hinter sich und eine schwere Woche vor sich. Aber also fünf wollen wir noch annehmen, weil dann machen wir vielleicht Schluss und sagen, wir verabschieden.
arbeiten das erstmal und gucken, wie wir weiterarbeiten. Aber unsere wichtigste Frage ist wahrscheinlich wirklich, die die Elsa gestellt hat, was ist unsere Aufgabe jetzt und was müssen wir tun. Ne? So, also jetzt wäre erstmal Christa dran und dann Majid. Ich will zurückkommen auf das, was Doris vorhin gesagt hat, also dass, dass du die Gefahr siehst, die Möglichkeit, dass der da als Märtyrer aufgebaut wird, wenn man den irgendwie um die Ecke bringt oder sowas. Mhm. Ich habe mich die ganze Zeit immer gefragt, warum wird der nicht verhaftet? Ja, das ist mir schon klar, aber am Anfang war er ja gar nicht bekannt, also war kaum bekannt. Man hätte ihn doch schon am Anfang oder ziemlich am Anfang verhaften können. Gut. Ist damit deine Frage beendet, Christa? Ja. Gut. Das nächste wäre Majid. Ich wiederhole die gleiche Frage. Wie lange hat sie die Regierung Geduld mit den Leuten? Es ist wirklich sehr nach dieser Zerstörung und so weiter. Und die Frage, warum eigentlich die europäische und die deutsche Parlamentarier nicht debattiert über die Haltung ihrer Regierung? Was machen die dann? Ihre Hausaufgabe? Ich weiß nicht, warum Sie sagen, Sie wissen nicht, warum der Außenminister so schnell anerkannt diese Leute. Warum? Was sagen die Parlamentarier im deutschen Parlament oder im europäischen? So, der nächste ist die nächste ist Barbara. Ja, ich will auf das kommen, was du gesagt hast, bevor wir abschließen, was ist unsere Aufgabe? Ja, gut. Also, nachdem man sich wirklich, wir uns informieren, so gut wie wir können, das ist selbstverständlich. Und du hast gesagt, die Medien öffentlich machen, was sie falsch machen, wie sie das falsch darlegen, um diese Politik von Maas und der Bundesregierung zu unterstützen. Das Zweite sehe ich darin, dass wir offen Solidarität demonstrieren nach außen, das ist sehr wichtig, und dass wir diesen Protest, also aufklären, Protest gegen die eigene Regierung und ihre Komplott in diesem Destabilisierungs- und Bedrohungsszenario und offen groß Solidarität erklären. Und ich will den 28.05. nochmal erwähnen, den du vorhin genannt hast. Thomas hat die Außenminister außer Ariasa eingeladen, Lateinamerikas, zu dieser Beratung. Das ist ja schon ungeheuerlich. Es wird in Berlin dazu eine große Solidaritätsveranstaltung geben im Protest gegen diese Regierungsveranstaltung in der Urania. Und wir haben alle die Aufgabe, im Vorfeld dafür zu sorgen, dass es so mobilisiert wird, dass der große Samen der Urania wirklich voll ist, dass eine große Solidaritätskund geben wird. Das sehe ich als einen der nächsten Termine. Es gibt noch keinen Aufruf dazu, den man so richtig mit allem drum und dran verteilen kann. Wir haben das ja erst am Freitag beschlossen bei einer Versammlung. Wir jetzt, die Junge Welt und die Solidaritätsgruppen. Und ich gebe jetzt einfach die kleinen Zettel, die ich als Vorankündigung gemacht habe. 28.05. um 19 Uhr in der Urania sind wir alle dran, dort laut zu protestieren. Dazwischen gibt es immer wieder Kundgebungen und wir hoffen, wir kriegen auch noch mal was vor den Medien hin, eine Protestkundgebung. Aber das, glaube ich, ist jetzt das nächste wichtige Ziel. Danke, Barbara. Wunderbar. Jetzt wäre Jens dran und Klaus. Ja, also und dann noch Greta und dann ist aber wirklich Schluss. Barbara hat das gerade gesagt, was ich auch sagen wollte. André, an dich die Bitte. Du wirst ja sehr oft jetzt in nächster Zeit über Venezuela reden. Vielleicht kannst du ein bisschen Werbung für die Veranstaltung machen, weil das ist hochgepokert, 900 Leute für Venezuela zusammenzukriegen. Also ich bitte kostet dich... Kostet 3.000 Euro. Nee, 9.000 Euro kostet die Sache. Also da, wo du bist, vielleicht auch Werbung dafür zu machen. Ja? Ja, also ich dachte jetzt, das war Jens, dann Klaus, dann Greta. Kostet das mit Klaus? Ja. Seid doch mal... Ah, ich verstehe. Ich sag mal so, ja. Zwei kleine Fragen. Deine Reise, also hattest du auch Gespräche mit Vertretern der klugen kommunistischen Partei von Venezuela? Und zweitens, ging das Gespräch auch mal mit wem auch immer über die Notwendigkeit, Möglichkeit der breiten internationalen antiimperialistischen Bündnisse
die geschmiedet werden müssen, weil dieses leicht erpressbare Land anders gar nicht verteidigt werden könnte. Gut, und als nächstes Greta noch? Ja, also ich wollte noch mal auf die deutsche Außenpolitik kommen und inwieweit Chancen bestehen. Also es ist ja so offenkundig, auch durch dieses Gutachten, dass diese Sache völkerrechtswidrig war, die Anerkennung. Gibt es denn in den anderen Fraktionen da nicht auch Bedenken? Also ich finde, das ist so offenkundig und wie wird das da eingeschätzt, die Einflussnahme auf die Politik, auf die Regierung? Also letzten Endes machen sie sich ja geradezu lächerlich. Also so empfinde ich das. Aber es ist eben auch sehr gefährlich. So, ich danke euch jetzt erstmal für eure Fragen. Warum wurde Guaidó nicht verhaftet? Ich weiß nicht, also vorher, wo er unbekannt war, keine Ahnung, aber ich glaube, aktuell habe ich schon den Eindruck, dass Maduro versucht, alles zu verhindern, was sozusagen als Vorwand für eine Intervention genommen werden kann. Ich denke, eine Verhaftung von Guaidó würde wahrscheinlich dann als Vorwand für ein militärisches Vorgehen genommen werden. Das ist jedenfalls meine Erklärung dafür. Wir hatten Debatten im Bundestag, wir sind auch heftigst als Linke heftigst geprügelt worden von den anderen Fraktionen. Es gab eine Aktuelle Stunde dazu, aber es müsste natürlich viel, viel mehr auch sozusagen stattfinden, aber es gab eine praktisch Debatte im Plenum. Da hat Jan Korte für uns geredet. Das war eigentlich weitestgehend eine gute Rede. Ich teile nicht ganz die Einschätzung zur Präsidentschaftswahl, die er da getroffen hat, aber sonst fand ich das ziemlich gut. Mit der Aussage, die er da gemacht hat, das Zeitalter US-geführter Putsche in Lateinamerika muss ein für alle Mal zu Ende sein. Das fand ich einen sehr guten Satz. Ein Satz, den wir auch in unserem Vorstandsbeschluss von Ende Januar drin haben. Das war eigentlich gar nicht so schlecht aus meiner Sicht. KP Venezuelas, ich habe mich mit Carolus Limmer getroffen und auch dann mit dem Vorstand der Kommunistischen Partei. Ich fand das vor allen Dingen das Gespräch mit Carolus Limmer ausgesprochen erhellend. Ich bin in engem Kontakt mit ihm. Er sieht es auch als antiimperialistischen Kampf. Er hat den 1. Mai auch als Erfolg gewertet und selbstverständlich, das ist ja ein bisschen, warum wir das auch so machen, brauchen wir natürlich diese antiimperialistischen Bündnisse. Ich bin dafür, dass wir den Begriff des Imperialismus, der aus dem linken Sprachgebrauch in den letzten 25 Jahren ziemlich verschwunden ist, verdrängt wurde, nicht mehr auftaucht, dass wir ihn sukzessive wieder in den Sprachgebrauch einführen. Ich will das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Maduro hat sehr häufig den Begriff Supremacist verwendet. Supremacist, ne? Das ist nicht Unterdrücker. Es gibt praktisch keinen deutschen entsprechenden Begriff mehr. Er hat auch von Imperialismus gesprochen, aber auch von Supremacist. Ich finde, wir brauchen zum Beispiel einen Begriff, der das zum Ausdruck bringt. Was heißt das? Das Überlegenheitsdenken einer Nation gegenüber einem anderen. Er hat das vor allen Dingen in Bezug auf die USA gesprochen. Das ist nicht direkt Imperialismus, es ist auch nicht direkt Rassismus, es ist noch was anderes. Das hatten wir mal früher. Ich wollte es gerade sagen, wir hatten es früher speziell auf Deutschland, das Herrenmenschentum, oder in Bezug auf Nationalchauvinismus, chauvinistisch. Der Begriff des Chauvinismus versteht aber heute keiner mehr, weil er in den 70er Jahren verständlicherweise auch sozusagen vom Feminismus halt übernommen wurde. Und wenn du heute Chauvinist sagst, hat das nichts mehr... Bitte? Damit entleert. Ich will das jetzt nicht sagen entleert, das ist ja, mag ja auch berechtigt sein, ich will das jetzt gar nicht kritisieren, aber es ist erstmal so da, dass der Begriff Chauvinismus, wenn ich jetzt in der Bundestagsrede sage, das ist aber chauvinistisch, dann versteht das keiner in dem Sinne. Ich sage mal gelegentlich nationalchauvinistisch, um das sozusagen
in die Richtung zu öffnen, weil der Begriff des Nationalismus fasst es überhaupt nicht. Nationalismus kann alles Mögliche sein. Ja, das kann, Maduro ist ja auch aus Sicht der hiesigen Nationalist, weil er die Interessen des Landes versucht zu verteidigen. Der Begriff fasst es überhaupt nicht. Das ist ja der Modebegriff heute. Deswegen, wir brauchen einen Begriff, der dieses imperiale Denken, das Überlegenheitsdenken, das suprematistische Denken sozusagen, das chauvinistische Denken, das sozusagen zum Ausdruck bringt. Das ist aus dem deutschen Sprachgebrauch weitestgehend verschwunden. Das ist weg. Früher war es Chauvinismus, aber das ist sozusagen nicht mehr in diesem Sinne, wird nicht mehr verstanden. Weil ich finde es unerträglich, dass sich 50 Staaten hinstellen und sagen, wir bestimmen, wer sozusagen legitimer Präsident ist und wer nicht. Und wir bestimmen, ob diese Wahl korrekt war oder ob sie nicht korrekt war. Die sind nicht dazu befugt. Das ist eine Minderheit der Weltgesellschaft. Und die Organisationen, die dafür zuständig sind, werden beiseite gedrängt. Wenn das überhaupt jemand machen kann, dann ist es die UNO oder in einem bestimmten Raum die OSZE und so weiter. Aber die erheben sich, und das Denken ist so unerträglich, im Bundestag, im Europaparlament, so unerträglich, wie sich da sozusagen einfach erhoben wird, ohne dafür legitimiert zu sein. Und ich finde, wir brauchen Begriffe letztlich, die das kritisieren und zum Ausdruck bringen. Den Friedens- und linken Kräften zum Beispiel gegenüber Assad, dass hier gesagt wird, der ist nicht richtig für Syrien. Das gleiche Problem. Ja, das ist, und da muss man wirklich auch zwei Sachen auseinanderhalten. Das eine ist die internationale Politik. Da muss man halt sagen, es geht nicht, auch Assad, und auch wenn er vielleicht schlimm ist und so weiter, es geht nicht, diese Probleme mit auf die Art und Weise mit Regime-Change. Es ist auch immer in die Hose gegangen, so heranzugehen, sondern es muss sozusagen souverän aus dem Land herauskommen. Und das ist unabhängig dann davon, wie man jeweilig die Person beurteilt. Wir sehen es doch schon seit vielen Jahren. Assad, Saddam Hussein, Gaddafi, Janukowitsch, die wurden immer als Teufel aufgebaut. Die waren dann sozusagen richtig zum Hass freigegeben in den deutschen Medien. Und dann kam sozusagen der Krieg Putin dann. Ja, ich finde, das muss ein für alle Mal zu Ende sein. Was kann man tun? Es ist ja schon viel gesagt worden. Ich finde das großartig mit der Veranstaltung am 28. Mai in der Urania. Ich versuche gleich das dann am 29. Mai in Aachen. Das passt ja auch gut zusammen dann. Und wenn Ariasa kommt, kann er ja vielleicht beide Termine wahrnehmen. Weil in Aachen, wir haben immer den Karlspreis am 30. Mai, am Christi Himmelfahrt. Und wer kriegt den Karlspreis dieses Jahr? Guterres. Ja? So, deswegen ist sozusagen das Frage des Völkerrechts, der UNO, liegt sozusagen für uns dort auf die Hand. Deswegen versuchen wir das sozusagen da zu spielen. Genau, das war es eigentlich. Also wichtigsten politischen Forderungen, Rücknahme dieser Anerkennung, dieser furchtbaren Anerkennungspolitik. Es gibt durchaus, hat auch noch jemand gerade angesprochen, durchaus Leute, die sozusagen hinter geschlossenen Türen sagen, na, eigentlich sehen wir gar nicht so gut aus mit dieser Außenpolitik jetzt dort. Kommt ja auch manchmal in etwas reflektierteren Medienartikeln zum Ausdruck. Heiko Maas sieht nicht gut aus mit dieser Politik und so weiter. Ich sehe das so, dass man da durchaus was bewegen kann. Also es ist nicht entschieden, aber Rücknahme dieser Anerkennung, klare Ablehnung von Wirtschaftssanktionen, ich finde auch von den anderen Sanktionen, sie sind politisch verheerend, sie sind nicht so, aber auch in der politischen Dynamik verheerend und natürlich der Drohungen und eben Solidarität mit der Bevölkerung gegen diese Intervention von außen. Das ist das, was wir zum Ausdruck bringen müssen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus